Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Wolf Among Us. Ja, wir stecken noch in Episode 4 und wir haben jetzt mit Beauty and Beast im letzten Part gesprochen. Und jetzt stehen wir vor der Entscheidung, entweder ins Lucky Pawn zu gehen, wo das Gebiet oder vom Crooked Man ist. Er aber selber ist da nie wirklich gesehen worden. Oder wir könnten in den Butcher's Shop gehen, wo anscheinend irgendwelche Drogen oder weiß ich was, merkwürdige Sachen hin und her geschoben werden. Bloody Mary hält sich da auf. Und ich würde sagen, wir gehen auch in den Butcher's Shop, weil vielleicht treffen wir da Bloody Mary wieder und können sie irgendwie überraschen und da was aus ihr rauskriegen. Kitzeln, deswegen gehen wir erstmal zu dem Metzger. The crooked man is hiding at that butcher shop. You know, Bigby, once you show up there, word is gonna spread. There may be nothing left for you to see if you go to the Lucky Pawn after. Well, I guess I'll find out. Ach ja, was soll ich machen, ne? Also eins von beiden würde ich verpassen. I don't know what you're planning to do when you find the crooked man, but is there any way you could help us out? What do you mean? Ich wollte gerade sagen, wie meinst du das? Maybe you can make this all just go away. We would really appreciate it. What do you say? Can you help us? Ja, ich werde das schon hinkriegen hier. Keine Panik. Don't let that crooked bastard ruin any more lives. Oh, thank you, Bigby. I'm sure you'll do the right thing. Ja, werde ich. Keine Angst. Der wird hier niemanden mehr umbringen oder sonst irgendwas Zeuggedöns machen, Mensch. The Cutter of Butcher's Shop. Der nimmt auch seine Kippe überall mit rein, war sogar in den Metzgerladen. Ja, siehst du, Rauchen verboten, Bigby. Zigarette draußen lassen, bitte. Ich rauche mal weiter. Ich bin da schmerzbefreit. Ich bin schließlich der große böse Wolf. We support New York Police Department, okay. Was haben wir hier? Dann schauen wir mal. Was steht auf der Tafel? Tuscan Part. Da kann man eine Nummer ziehen. Was haben wir hier? Cold Drinks. Cola, Limonade. Okay. Und Limonade. Und Limonade. Das mal nicht viel. Was gibt's denn hier in der Auslage? Gibt's hier was Gutes? Würstchen, Steak oder was ist das? Not very appetizing. Ja, naja, besser wie nichts. Solid. Who'd wanna eat this? Ja, ja, keine Ahnung. Du hast in deinem Kühlschrank Zigaretten und mehr nicht, ne? Zigaretten und Whisky. So ein Ticket, Ticket Reel, da, wo man eine Nummer ziehen kann. Gibt sowas irgendwo noch? Huh. Empty. Either he's got a whole lot of customers, or he doesn't have any. Sieht eher so aus, als ob er keine hätte. Okay. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Da stehen irgendwelche Chips-Tüten oder was sind das? I love New York City. Achso, da können wir die Glocke benutzen. Was ist hier hinten? Ah, ein Paket. Das können wir noch anschauen. Was ist denn da? Bet that's what Beast was talking about. Ja, vermutlich. Hm. That logo looks familiar. Okay. I've seen this before. Ach Gott, ich kann mich... Greenleafs. Ah, okay. Das wusste ich. Okay. Hello. Bigby Wolf? Ja. Schönen guten Tag. Well, welcome, Sheriff. What can I get for you? You interested in a particular cut? let's see. What do we have in stock? Let's see what we got here. Flank steak on special. New York strip. Oh, I can have some wild boar in tomorrow, if you like. Sirloin, ribs, roast, Wo ist Bloody Mary hier? Got some tongue here. I know Bloody Mary hangs around here. I want to talk to her. I don't know what you mean. Nein, tu mal noch so. What you see is what you get. Ah, der rote Knopf da, ne? An der Theke, der gefällt mir gar nicht. Der ruft da bestimmt. We just, We do more wholesale and meat packing than walk-up service. I'd like to help you. Really, I would. Darf ich mich hier umsehen, ein bisschen vielleicht? If I take a look around. I guess not. Sheriff, I... Was denn? Did you hear that? What? Ah, ich wusste es. I'm real sorry.
Hold on. I just gotta go check on that. Don't go anywhere. I'll be right back. Butcher? I just have to go see. Ja, hervorragend, ey. Vielleicht sollte ich hier gehen. Kann ich hier raus, oder was? Nee. Ja, dann drauf geschissen. Dann gehe ich da jetzt durch. Ja. Shit. Ja, sag ich ja. Oh Gott. Okay. I got it covered back here, Sheriff. I'll be right out. Ja, ja. Ach, die müssen das dann ja irgendwo. Das muss man doch finden, oder? Oh Gott. Ja. Ich sag mal nichts. Ich gehe mal einfach weiter. Ja, ob ich morgen wiederkommen kann. Ganz bestimmt, ja. Ganz sicherlich. I'm sorry, Sheriff, but you're not supposed to be back here for safety purposes. Der räumt doch da irgendwas weg jetzt, oder? Also ohne Scheiß, ey. Was passiert denn hier hinten? I'm just doing my job, Johann. What the fuck are you doing? Oh, you gotta be kidding me. Ja, ich bin nicht am. Verarsch dich nicht, also. Ja, oh, hier, what's going on, hä? Na, ich mach ihn mal an die Schulter tipsen. How you doing? Please, Bigby, please don't. Bigby, what happened to Sheriff? Please don't kill me, Sheriff. I don't want to die. Please don't kill me. Please, ja, rede, oder es passiert was you hier. Don't talk, I might have to do just that. Is that what you want, Johann? No, please. You don't have to do that. Ja, dann sprich mit mir. Either way, they said to me, Johann, you can keep your life and lose your shop, or lose both. What would you do? It was a simple choice to make in the moment. Meinst du Mary? You mean Mary? Bloody Mary? This isn't my shop anymore. That crew took it from me a long time ago. Okay. Fuck. The Crooked Man's people. Okay. Jersey Devil, D and Dumb. Okay. Mental case, Bloody Mary. Okay. You want to talk about the real butcher? It's her, not me. This is her place. Alles klar. I'm telling you, they muscled okay. in on me. Took over my storage and delivery. Ja, ich habe genug gehört. Passt schon. That's enough, Johann. I've heard all I need to. I'm just a victim in this. Ja, I don't ja, know das what they do back there. I swear. Ja, ich ja, all ich glaube right. dir, ja. I believe you. Calm down. I knew this would happen. Didn't know when. Na, ich höre ich bräuche da mal. Shh. Na dann, machen wir mal auf. Oh, okay. Mit meinem gebrochenen Arm, weißt du. Ach so, aha. Okay. Was ist das hier? Drogen? Glamour? Irgendwas? Ding Gedöns hier? Oh, spannend. Okay. Cool. Ah, der rote Knopf heißt da Run, dass die abhauen sollen wahrscheinlich. Da geht wahrscheinlich die Lampe hinten einfach nur an. ACF, Black Forest Hall, Swan's Road. I don't know. They muscled me out. Okay. I swear, I don't know anything more. I haven't been back here when it was like this. Alles klar. Warning lights. Ja. It's business. It's all I've ever ja, du hast ihnen geholfen zu entkommen, like ne? You're forced into this and then turn around and help them. They'd still be here if you hadn't flipped that switch out there. I had to. You come in here making trouble for me, but you only give a shit now because the crooked man stepped on your toes or something. Where were you when they took this place from me? Ja, hättest halt was gesagt, Idiot. It hasn't been easy for me. You think I want to live with this? Setz dich hin und halt die Klappe. Johann, do me a favor. Just shut the fuck up and stay out of the way. Can you manage that?
Yeah, glamour. Dozen. So this is what Beast was delivering. Okay. Glamours. Other kinds of magic. Alles klar, It'd be ja. Dangerous stuff. Wahrscheinlich Maybe sogar. Just don't touch anything back here, please? Didn't I tell you to sit down and shut up? So, jetzt gucken wir uns doch hier mal um. Jetzt gucken wir uns mal erstmal die Fesseln an, weil das finde ich schon freaky. Warum sind denn da Fesseln auf dem Boden? Chains? Who's getting chained up here? You can't think I'm the only one the crooked man has under his yoke. Ja, aber Leute, die dann dafür gearbeitet haben, ob das vielleicht Auntie da Greenleaf zum Beispiel dazugehört oder so. Jetzt gucken wir uns mal die Behälter da noch an, die ganzen Flaschen und so. These are raw materials for making magic. Ja. Auntie Greenleaf okay. and any other rogue witches out there probably get their supplies here. Vielleicht, ja. Da müsste man nochmal mit Auntie Greenleaf sprechen. Was ist denn das hier für eine komische Formelsammlung? Huh. Looks like math or something. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich bin, kann sowas nicht. Okay, ach, das kann man aufschieben. Guck mal, ich guck mich aber erst um hier. Was ist denn hier noch? That symbol. It's on all the packages. What is it? That's the Crooked Man's brand. Okay. It's on everything that goes in and out of here. Alles so klar. You do know something, huh? Is that a wheel or what? Guess they never used that thing on wolves, huh? What's that supposed to mean? It's from back in the homelands. A torture device. It came over here with the rest of our stories. Okay. Not that Mundys need any help coming up with that kind of thing. It makes people crooked. By breaking their bones and... Do I really need to explain this? Okay. Ja, dann. Das können wir noch anschauen. What are they making here? I'm just a butcher. You want to talk T-bones? That I can do. This stuff is out of my league. There are a lot of nasty spells you can make with the right equipment. Don't you see what's going on here? With all these raw materials, it looks like he could process them into just about any kind of magic. He's got all he needs. The gear. Slave labor to work it. So these must be the orders. Ah, das kann natürlich sein. Das kann sein. He's got his hooks into everybody. Ah. It's pretty clear how. Oh yeah? How? Doing it like this. It's bound to be cheaper than the 13th floor. This is just horrible. Things must have gone on here. Wie konnte ich das denn überhaupt übersehen? How the hell did all this happen? I didn't see it. Ja, also ich meine, wir sind ja nicht erst seit gestern. This is a whole lot bigger than we thought. Das ist schon merkwürdig. Okay. People just don't know the real cost of getting something cheap. You don't have to tell me. And that fucker Crane knew all about it. Oh, wahrscheinlich, ja. Yeah, what about Crane? If this all... I mean, finding the crooked man is so fucking important, why don't you ask your boss? Ja, Snow. Geht nicht mehr. No, Crane. Ach, der weiß he das said gar he nicht. Knows where everybody is. I don't know how, but he's got some way. That's right. It was that creepy magic mirror with the big green head and all. Why don't you just use that? Find the crooked man that way. And leave me alone. Yeah, with stuff like that mirror, I'm surprised that you ever need yeah, to leave yeah, the office. Yeah, der Spiegel ist leider kaputt. It's fucking broken. Crane shattered the mirror and made off with one of the pieces. He probably still has the shard with him. Well, if they got their hands on an important magical item, there's only one place they'd take it. Ja, wohin hin? The Lucky Pawn. Oh, they nein. They probably took Crane there, too. The Lucky Pawn. And if I can find the mirror piece there... I can find the crooked man. Hey, hold on. Boston. Well, I'm real happy you found what you're looking for, Bigby. But what about me? Huh? What the hell am I supposed to do now? Ja. I'm gonna have to spend the rest of my short life looking over my shoulder from ja, Bloody Mary. Schon Weg, report to the business schützen. Office. Tell Snow I sent you there, and we'll figure something out. Some kind of protection. Thank you. Thank you, Sheriff. Ja, bitte, bitte.
Gerne doch. Jetzt natürlich die Frage, ne? Wir hätten ja auch, wären wir gleich ins Lucky Porn gegangen, wären wir wahrscheinlich, ach, ich weiß es doch auch immer nicht. Ach, Manno. Ach, vielleicht die falsche Entscheidung getroffen. Egal. Egal. Wie auch immer, wahrscheinlich hätten wir so oder so irgendetwas verpasst. Jetzt wissen wir auf alle Fälle schon mal um die ganzen Machenschaften, was ja auch nicht verkehrt ist. Und jetzt können wir ins Lucky Porn. Aber das machen wir tatsächlich erst im nächsten Part und werden uns da ein bisschen umgucken. Wie man gesehen hat, ich glaube, ich habe Woody da schon etwas sagen hören. Ich bin sehr gespannt, was uns da jetzt dann erwartet. Ja, danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt The Wolf Among Us. Bis dahin, ciao, ciao.